Tag. Es ist mal wieder Zeit für Bungo. Das haben wir ja schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. Und ich habe es natürlich versäumt, den Einführungskurs für Bungo abzuschließen. Das ist ein bisschen doof und ich wollte damit ganz gerne weitermachen. Und deswegen habe ich mich jetzt mal so überwunden, mal wieder so ein klassischer japanischer Satz an die Tafel zu schleudern. Allerdings diesmal nicht, um den Basiskurs weiterzuführen, sondern um halt so einen kleinen Exkurs zu machen, beziehungsweise einen Grammatikfokus auf eine der Formen, die uns bei den Verben und Adjektiven super oft über den Weg läuft, nämlich die Renioke. Ich habe dazu einen Beispielsatz ausgesucht aus einem Otogizoshi, also ja, so einer kurzen Unterhaltungslektüre, würde ich das jetzt mal nennen, aus der Edo-Zeit, wobei die textlichen Vorlagen dafür älter sind und wahrscheinlich die Sprachstufe, die hier gemeint ist, auch ein bisschen älter ist als Edo-zeitlich. Es ist nämlich so, dass die Geschichten meistens schon im sogenannten japanischen Mittelalter, also Mudomachi und Kamakura-Zeit, dass die da entstanden sind. Und aber die Versionen, die auf uns gekommen sind, in greifbarer textlicher Form, sind halt aus solchen kleinen Unterhaltungsbüchlein aus der Edo-Zeit. Zumindest hauptsächlich. Es gibt halt auch aus der Mudomachi-Zeit Exemplare, aber die sind verhältnismäßig selten. Das hier auf jeden Fall Text aus einem Otogizoshi, das aus der Edo-Zeit stammt, aus dem 17. Jahrhundert. Und es ist die Geschichte von Urashima Taro. Und da ein Satz relativ am Anfang des Textes. Und es gibt eigentlich die Renioke, glaube ich, in fast jeder Verwendungsweise, in der sie angewendet werden kann, in diesem Satz. Der Satz ist natürlich auch entsprechend lang. Ich werde ihn einmal vorlesen, werde dann nur auf die Renioke eingehen und auf eine Besonderheit außerhalb der Renioke. Und dann werde ich ihn einfach übersetzen, damit es nicht zu viel wird insgesamt. Also, ura ura shima shima, irie irie, itaranu tokoro mo naku, tsuri o shi, kai o hirai, mirume o kari nado shikeru tokoro ni, eshima ga iso to iu tokoro ni te, kame o hitotsu tsuri age keru. Okay. Weil wir meistens hinten anfangen mit dem klassischen Japanischen, mache ich das jetzt auch wenn es hier jetzt nicht eine Insgesamtanalyse ist, sondern nur so eine punktuelle. Aber dann kann ich gleich den Punkt, der über die Renioke hinausgeht, abschließen, der ist nämlich ganz hinten. Am Ende haben wir nämlich das Verbalsuffix keri, das, wenn es am Satzende steht, ja normalerweise in der Shushike stehen sollte. Hier steht es aber in der Rentaike. Und das heißt, wir würden eigentlich vermuten, dass es irgendeine Kakarimusubi-Partikel vorher im Satz gibt, die halt hinten diese Rentaike hervorruft. Wenn wir uns den Satz einmal genau angucken, werden wir sehen, es gibt diese Partikel hier nicht. Und es hat auch eine Bewandtnis. Und zwar ist es so, dass die Grammatikregeln so ein bisschen aufgeweicht sind im Laufe der Zeit. In der klassischen Zeit, also in der Heian-Zeit, war es halt noch ganz strikt so. Wir haben die Rentaike am Satzende, wenn wir diese und jene und welche Kakarimusubi-Partikel haben. Und später war es dann halt so, dass mehr und mehr die Rentaike auch an die Stelle der Shushike gerückt ist. Und hier haben wir halt so ein Beispiel, wo einfach Rentaike statt Shushike steht. Aber, und jetzt kommen wir zur Renioke und unserem Grammatikfokus. Keri ist ja ein Verbalsuffix der Vergangenheit. Und die werden ja an die Renioke angeschlossen. Also hier age, die Renioke von agu, etwas hochheben. Und das wäre also die erste Verwendung der Renioke als Anschlussform für bestimmte Verbalsuffixe. Zweites, wir haben hier noch ein tsuri, also tsuri age keru. Das ist ein Verbkomplex oder ein zusammengesetztes Verb. Tsuru heißt angeln, steht hier auch in der Renioke, weil in zusammengesetzten Verben oder Verbzusammensetzung auch mit der Renioke gemacht werden. Entsprechend hier die Form tsuri. Dann gehen wir von da aus weiter nach vorne, finden erstmal längere Zeit keine Renioke bis zu dieser Stelle. Da haben wir nämlich wieder ein keri, das wieder in der Rentaike steht, weil es ja attributiv zu diesem Tokoro ist.
Und dieses Carry natürlich, wie es sich gehört, wird auch an die Renioke des Verbes zu tun, machen angeschlossen. Von da aus gehen wir weiter nach vorne. Kari. Kari ist eine Renioke. Und hier ist es so, damit das Sinn ergibt, in Anführungsstrichen, müssen wir das Kari hier als Substantivierung interpretieren. Weil nämlich Nado eine Anschlusspartikel für Meshi, also für Substantive, ist. Und damit die hier stehen kann, müsste das hier ein Meshi sein. Karu heißt irgendwie abschneiden oder mähen. Und das ist dann quasi die Schneidung oder die Mähung. Und die wird dann Nado und so weiter, also noch mit anderen Sachen, gemacht. So. Davor haben wir aber noch mehr Renioke, nämlich einmal Hirai und hier nochmal Shi. Und da ist es so, dass wir eine Aufzählung haben, nämlich Tsuri o Shi. Tsuri ist auch wieder die Renioke, auch wieder als Substantivierung eines Verbes, also Tsuru angeln und Tsuri dann die Angelung. Oder das Angeln einfach. Also angeln und bei gleichberechtigten Sätzen oder Sätzen oder ja doch Sätzen, die in einer Hierarchie stehen oder auf einer Hierarchieebene innerhalb des Satzes, die kann man mit der Renioke des Verbs aufzählen. Also das Angeln machen und die Muscheln einsammeln und den Seetang schneiden bzw. die Schneidung machen. Genau. Also haben wir hier die Renioke in der Funktion der Aufzählung von gleichberechtigten Sätzen oder Satzäquivalenten, gleichberechtigte Teilsätze, die auf einer Hierarchieebene stehen. Die nächste Renioke, die wir finden, ist diese hier. Es ist die Renioke von Nashi. Es gibt nicht oder es existiert nicht. Und das ist ja formal eigentlich ein Keyoshi, also ein Adjektiv. Und bei denen ist es so, wenn man sie in die Renioke setzt, dann kann das sowohl heißen, diese Eigenschaft haben und eine andere Eigenschaft haben, wenn noch ein zweites Keyoshi dahinter steht. Oder wenn es in der Renioke steht, wird daraus ein Adverb und es bezieht sich adverbial auf die Handlungen, die dahinter stehen oder die Handlung, die dahinter steht, wenn es ein einfacherer Satz ist. Aber hier sind es ja mehrere Handlungen, die dahinter stehen. Das heißt also, die Renioke eines Keyoshi, eines Adjektivs, macht aus diesem Adjektiv ein Adverb. Und dann gucken wir weiter nach vorne und dann haben wir hier das Wort, wo wir keine Kana drin haben, aber wenn wir es lesen und wenn wir die Schriftzeichen können, dann erkennen wir die Renioke daraus. E, der Fluss. Und Iri ist die Renioke von Iru, also hineinstellen oder hinein irgendwas irgendwo hineindingsen. Und ein Irie ist ein hineindingsen Fluss, das ist eine Flussmündung. Also hier haben wir auch wieder Substantivierung eines Verbs und das Verb, das hier substantiviert wurde, wurde nicht, ich wollte mal nach unten, wurde mit einem anderen Substantiv zusammengesetzt. Also erstmal haben wir ein Substantiv rausgemacht durch die Renioke und dann haben wir noch ein zusammengesetztes Nomen daraus gebastelt, indem wir noch ein zweites Nomen einfach dahinter gestellt haben. Also auch wieder die eben schon mal erwähnte Funktion der Substantivierung der Renioke. So, und jetzt muss man diesen Satz irgendwie übersetzen. Das ist ein ziemliches Monstrum, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich versuche es trotzdem mal. Jede einzelne Bucht, also die Pluralbildung durch Verdopplung zeigt an, dass damit jedes Einzelne gemeint ist oder jedes bestimmte einzelne Objekt. Jede einzelne Bucht, jede einzelne
Insel, jede einzelne Flussmündung, ohne dass es gab, wen oder was, Tokoro, einen Ort, Itaranu, den er nicht erreichte. Und der er, der es nicht erreicht, ist halt Urashima Taro, der ist das Thema des Satzes sozusagen. Also ohne dass es einen Ort gab, den er nicht erreichte oder woher er nicht hingelangte, Rentaike plus Tokoroni, als er Tsuriyoshi fischte, Kai o Hirai Muscheln sammelte, Mirume o Kari nado shikeru, und als er das Seegras oder den Seetang abschnitt, und so weiter, also alles, was in diesen Arbeitsbereich des Fischens und Meeresfrüchtesammelns, was in diesen Arbeitsbereich fällt, als er das alles tat, ohne dass es einen Ort gab unter diesen Kategorien, den er nicht erreichte. Tsuri Age Keruda fischte er heraus eine Schildkröte an dem Ort, der benannt wurde, die Felsküste von Eshima. Es war jetzt immer noch kein schönes Deutsch, aber man bekommt ungefähr einen Eindruck davon, wie dieser Satz zusammengesetzt oder zusammengebaut ist. Ich versuche es trotzdem nochmal schön zusammenzufassen. Also, als er fischte, Muscheln sammelte, Seetang und oder Seegras abschnitt und weitere solche Arbeiten erledigte, ohne dass es auch nur eine einzige Bucht oder eine einzige Insel oder eine einzige Flussmündung gab, die er nicht ansteuerte oder die er nicht erreichte, da fischte er eine Schildkröte, Klammer auf, aus dem Meer, Klammer zu, heraus an einem Ort oder an dem Ort, der die Felsküste von Eshima genannt wird. So, das war jetzt hoffentlich ein bisschen sinnvoller und ein bisschen erhellender. Ich weiß, es ist ganz viel Grammatik drin, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber wenn ihr Bungo an der Uni lernt und wenn ihr euch die ersten Teile von der Bungo-Einführung angeguckt habt, dann wisst ihr ungefähr, was so Phase ist mit der Grammatik und könnt euch das jetzt mit Hilfe der Übersetzung, die ich auch gebe, interpolieren. Ansonsten Vokabel ist wieder unten und ich hoffe, dass ich das hinkriege, jetzt auch mal den Bungo-Sprachkurs weiterzumachen. Das erstmal als Einstieg dazu, welche verschiedene Funktionen hat die Renny? Okay, einmal Substantivierung von Verben, einmal Adjektive zu Adverben machen, einmal Anschlussform für Verbalsuffixe. Dann haben wir noch die Zusammensetzung von Verben, also die Bildung komplexer Verben. Und dann haben wir noch irgendwas, was ich jetzt bestimmt vergessen habe. Aber ich habe ja alles zwischendurch erwähnt. Also dann, das war's.